Da kann ich Ihnen dazu sagen, dass wir als Volkspolizisten, so hieß das ja damals, ganz normale polizeiliche Aufgaben durchgeführt haben. Verkehrsunfallaufnahmen, Anzeigenaufnahme, wie jeder andere Bürger auch. Natürlich waren wir auch tätig in der Verkehrserziehung und haben hier für, das hieß damals so, Sicherheit und Ordnung gesorgt. Ja? Und ich war dann auch später, wie ich das schon angeführt hatte, Abschnittsbevollmächtigter, in Kurzform sogenannte ABV, und hatte im Geiseramt mehrere Gemeinden. Und dorther kannte ich von der DDR schon die Bürger und hatte auch einen sehr guten Kontakt. Und ein Abschnittsbevollmächtigter muss auch Sprechstunden durchführen. Und die Bürger wandten sich auch zu DDR-Zeiten vertrauensvoll mit ihren Problemen an ihren zuständigen Polizisten. So tun sie es übrigens auch heute noch. Hatte man damals als ABV auch so ein bisschen so eine Kontrollfunktion? Also wer bekommt zum Beispiel Besuch? Also wenn man Besuch bekommen hat aus dem Westen, musste das ja auch in einem Buch festgehalten werden. Hatten Sie solche Funktionen auch? Ja, im Rahmen unserer Sprechstundentätigkeit hatten wir die Aufgabe, Anträge auf Passierscheine und auch Westreisen entgegenzunehmen. Also wir waren ein Organ, wo die Bürger Antrag stellen konnten auf Einreise mit Passierschein. Aber auch wenn einer eine Westreise beantragen wollte, hatten wir die Anträge. Aber wir waren nur Entgegennehmende und haben sie weitergeleitet, diese Anträge an das Volkspolizeikreisamt in Bad Salzungen, an den Bereich Pass- und Meldewesen. Auf das Genehmigungsverfahren, das muss ich heute auch hier mal eindeutig sagen, hatten wir keinen Einfluss. Die Reisen und die Passierscheine wurden an anderer Stelle entschieden. Und für mich, ich will das auch jetzt sagen, ohne jetzt was reinzuwaschen und so weiter, war es auch oftmals unangenehm, wenn von anderer Seite eine Ablehnung kam, musste der ABV hin und musste den Bürger sagen, hier, Herr so und so oder Frau so und so, Ihre Reise, Passierschein ist abgelehnt. Und das Schlimme war, die Bürger fragten uns, Herr Feldum, warum ist denn meine Reise abgelehnt? Und tatsächlich wussten wir selber nicht den Grund. Und das war dann auch unglaubwürdig und unschön für uns, weil wir es ja ausführen mussten. Und selbst uns, und das kann ich heute belegen, wir wussten den Grund nicht. Und das hat natürlich eine ganze Reihe Bürger berechtigterweise verärgert.